Sind bis zum Rand gefüllt. Nun müssen wir nur noch... Der Schlamm ist weg. Dann müsste das Dorf eigentlich auch. Oh. Pass auf! Du dreckiges Ding! Du bist schuld! Schlamm. Wir müssen ihn mit Wasser wegspülen. Wasser! Ja.
Geht's dir gut? Gut. Der Schlamm macht uns langsamer. Können wir nichts dagegen tun? Er schwimmt im Schlamm? So erwischen wir ihn nicht. Ein Angriff. Wo der trifft, wächst kein Gras mehr. Deckung! Sidon, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Diese Stimme.
Die gleiche, die schon die ganze Zeit zu uns gesprochen hat. Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Sora-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Wassers. Du kämpfst wie das Wasser selbst, fließend und unaufhaltsam. Ja, du bist mein Erbe, die Zierde der Soras. Das schmutzspeiende Monstrum, das ihr besiegt habt, es diente dem Dämonenkönig. Sein Zweck war es, dich von dem Kleinod fernzuhalten, welches du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonenkönig und Mysterienstein? Oh ja, beides wird auf deinem Wege von gewaltiger Bedeutung sein. Drum höre nun, was ich dir zu erzählen habe. Über die Tragödie des Versiegelungskriegs und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Reich Hyrule war eben erst aus der Wiege gehoben worden. Da streckte das Böse seine Pranken aus, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der mächtige Dämonenkönig. Doch Rauru, Hyrules erster König, scharte 6 Krieger um sich und stellte sich dem Angriff tapfer entgegen. Um den Dämonenkönig zu besiegen, gab uns Rauru die Mysteriensteine. Geheiligte Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger vervielfachen. Als Weise des Wassers kämpfte ich erbittert, ausgestattet mit einem solchen Stein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Mit unfassbarer Kraft und Geschwindigkeit durchbrach er meine sonst so standhaften Wasserwelle. Schließlich begriff König Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig unmöglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Und kurze Zeit später? Da besuchte mich eine der Weisen, die Weise der Zeit. Ihr Besuch war es, der den Soras ihre Bestimmung auftrug. Irgendwann wird das Siegel brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Wenn es soweit kommt, dann wird Link ihm die Stirn bieten, doch er wird Hilfe brauchen. Ich bitte dich, leiht dem Ritter Link die Kraft der Soras über das Wasser zu gebieten. In diesem Moment durchfloss mich ein Gefühl der Entschlossenheit. Unser größter Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Wenn er wiederkehrt, wird das Volk der Soras erneut einen Weisen des Wassers hervorbringen. Und dieser Weise wird deinem Ritter Link treu und tatkräftig zur Seite stehen. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Zwar hast du das Dorf der Soras gerettet, und doch, der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Sidon, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und erfülle das Versprechen, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eure haben. Ich bin dazu bestimmt, gemeinsam mit Link zu kämpfen? Dabei wollte ich eigentlich nur unser Dorf retten. Doch damit ist's wohl nicht getan, so scheint mir. Genau wie meine Ahnen muss ich für ganz Hyrule kämpfen. Drum werde ich den Stein akzeptieren.
bin der Weise des Wassers. Sieh nur, dies ist meine neue Macht. Deine Hand, bitte. Ich, Sidon, werde von nun an als Weiser des Wassers mit dir sein. Empfange dies als Zeichen meiner Treue. Dieser Ring gewährt dir fortan jederzeit Zugriff auf meine Macht. Auf alte Freundschaft, Link. Na dann, zurück in unser Dorf. Ja. Thank you.
Hip.